So, wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ich habe heute einen sehr langen Tag vor mir. Wir haben jetzt circa Pi mal Daumen 4 Uhr morgens, wo ich dieses Video aufnehme. 4 Uhr, 4.30 Uhr so in etwa. Ich habe heute einen 12-Stunden-Tag. Mit Hinfahrt und Rückfahrt sind es ca. 12 Stunden, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich bin erst ab 19 Uhr, ca. 19 Uhr wieder zu Hause. Nicht, dass ihr euch wundert. So, ja, ich streame ja auch auf Twitch, also lasst mir ein Follow auf Twitch da, das würde mich sehr, sehr freuen. Akku Power Twitch, Akku Power Twitch zusammengeschrieben. Ja, auf dieser Map fahren die Leute halt sehr oft falsch. Erkläre ich ja auch oft genug, die fahren immer in die Mitte. Die Mitte ist aber keine. Diese Stadt in der Mitte ist keine Schlüsselposition auf dieser Map. Hier die 1er Linie ist eine sehr, sehr große Schlüsselposition und da drüben die 0er Linie auf der anderen Seite auch. Ja, und das war unser Scout. Ja, wir sind hier auch komplett unterbesetzt auf der linken Seite. Kann das sein, dass ich den, der im Busch war, Blindshot erwischt habe? Weil vorhin, als ich geschossen habe, bin ich aufgegangen. Jetzt komischerweise nicht. Dass der einen Schuss kassiert hat und sich dann verkrümelt hat irgendwie. Ich gehe hier irgendwie nicht mehr auf.
Also, das ist sehr gefährlich, was der macht. Weil der kann jetzt von hier und von hier und von hier kassieren. Ich würde das an seiner Stelle sein lassen. Da kommen jetzt auch schon Leute, die den... Geisterstadt. Vor allen Dingen haben wir auch keine Artis, ne? Ja, blockier bitte meinen Rückweg, Schlaumeier. Ja, das sieht übel aus auf der anderen Seite da. Ja, dadurch, dass zu viele Leute in die Mitte gefahren sind, sind halt links und rechts unterbesetzt. Ja, was das bedeutet, wissen wir ja. Jetzt ist das Problem, wenn ich nach rechts fahre, will der hier, weil er feige ist, auch noch abbauen und dann würde die linke Seite wiederum zu wenig besetzt. Deswegen bleibe ich jetzt doch hier, weil der Squatter anscheinend Schiss hat, hier weiterhin zu dachen. Ja, unser Team löst sich gerade maximal in Luft auf, ne? Die 0er 9er Linie fällt komplett auseinander. Ja, jetzt stehe ich hier mit übel viel Reload-Zeit und muss gegen was weiß ich wie viel Panzer kämpfen.
Katastrophe, Mann. Ja, zu viele Leute, die in die Mitte gefahren sind, ne? Da sterben die dann auch weg. Und da machst du auch nichts mehr. Rechte Seite, linke Seite unterbesetzt und die, die in der Mitte sind, die kriegen eh Kreuzfeuer. Also schön ist anders. Sehr schlecht gespielt vom Team. Leute, checkt auch Facebook und Instagram ab, auch in der Videobeschreibung als Link. Ja. Schade. Hätte noch ein Sieg werden können, wenn ich diesen komischen Scout ein bisschen vorher schon vernichtet hätte. Diesen T-34-2, glaube ich, war das. Hätte ich den vorhin getroffen und rausgenommen, wäre das vielleicht sogar noch ein Sieg geworden. Ich hätte carryen können. Ja, guckt euch das mal an, ne? Tiger 2, 8er Heavy. 8er Heavy, ELC Scout, Borask. Autoloader. Jetzt sind 4 Panzer, Stufe 8 mit 0 Damage. Ja, dann hast du einen 9er Autoloader mit gerade mal 70 Damage. Ein 8er TD gerade mal mit einem einzigen Schuss. Ja, mit so Leuten gewinnst du halt nichts. Ja, mit so Leuten gewinnst du gar nichts. Mit so Leuten gewinnst du gar nichts. Die Vollkatastrophe noch. Mit so Leuten gewinnst du nichts. Wenn fast die Hälfte des Teams so gut wie gar nichts macht oder gar nichts macht, ja dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, ein Scout von uns ist schon tot. Der ist viel zu weit nach rechts an die Front gefahren. Ich werde jetzt mal diesen Hügel da mal absaven. Keine Ahnung, was unser 10er Medium da oben macht. Der steht da ganz alleine an der Front und wundert sich, dass er gleich tot ist. Der Kollege hat gar keinen Bock auf Teamwork auch, so wie man erkennt. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich keinen Damage mache, obwohl ich mit der Derp Gun am Schießen bin, ne? Oh Gott, jetzt verkacken die das da auf der anderen Seite. Oh, die sind da ins Kreuzfeuer rausgefahren, da rechts. Oh je, ui. Oh, jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Gott, ist das anstrengend. Wie die halt regelmäßig entweder rechts oder links verkacken und du dann ständig die Flanke wechseln musst. Ach Gott.
unserer Art hier einfach nicht hier rüber schießt, um den One-Shot daraus zu nehmen. Haben die den Typen hier hochfahren lassen, eiskalt? LOL! LOL! Deren FV nimmt gerade unser ganzes Team auseinander, ne? Ja, wir verlieren das auch. Wir verlieren gerade diese Runde auch. Unsere 10er Panzer sind richtige Versager. Gott, der Allmächtige, ey. Mit was für Versagern bin ich hier schon wieder im Team. Wie die schon wieder alle weggestorben sind, ey. Wie die schon wieder alle ins Kreuzfeuer rausgefahren sind. Das gesamte Team hat sich schon wieder tot gepusht. Das gesamte Team. Natürlich nehme ich den nicht raus. Leute, ist das euer Ernst? Ich habe noch am Anfang des Spiels geschrieben, bitte pusht nicht. Bitte pusht einfach nicht. Was haben die schon wieder gemacht? Die haben sich tot gepusht. Der Scout sowieso direkt am Anfang hier, von denen brauchst du alle. Guck dir das mal an, Alter, das ist ein 10er-Gefecht. Ja, die Hälfte meines Teams hat unter 1000 Damage. Unter anderem ein 10er TD. Unter anderem ein 9er Medium. Unter anderem ein 10er Heavy. Ja, drei 10er Panzer haben bei uns unter 1000 Damage. In einem 10er-Gefecht. Das ist halt ultra schlecht. Das ist halt ultra schlecht. Und ich habe unserer Arti mehrmals geschrieben, dass der mal da wegfahren soll. Hat er nicht gemacht, ne? Und wurde am Ende dann noch rausgenommen von irgendeinem Zoo. Von irgendeinem Zoo wurde der rausgenommen. Und der hier, der war der Unbesiegbare mal wieder. Ja, deren 10er Panzer machen 2700, 3200 und 3900 Schaden. Unsere 10er Panzer machen 600 Schaden. 650, 700, 800, was auch immer, 800, 900 Schaden.
Ja, gerade mal 1900. Da oben, die drei Zehner Panzer haben das Ding für die entschieden, ne? Deren T49er hat gerade mal 800 Schaden, ne? Wohlgemerkt. Ich habe das Doppelte an Schaden, aber trotzdem verlieren wir das Spiel, ja? Ja, das ist, wenn die 10er Panzer im 10er Gefecht einfach nichts geschissen kriegen und im Kreuzfeuer wegsterben, weil sie komplett dämlich an die Front fahren, ne? So wie unser E4. Der hat ja dann irgendwann, ist er ja da rechts an die Front und hat sich da von den Gisors und FV und was auch immer ins Kreuzfeuer nehmen lassen. Weg war der. Ja, oh, jetzt kommt Paris, Alter. Was soll ich denn mit Paris, mit dem T49er, Leute? Ey, was soll das denn? Ja, wie gesagt, Follow da lassen auf Twitch, Instagram und Facebook wäre nett. Auf Twitch heiße ich Akko Power Twitch. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Links in der Videobeschreibung sowieso alle mal mindestens einmal anklicken, auch die YouTube-Videos. Es sind ein paar lustige Dinger dabei. Die fahren da in der Mitte spazieren und da schießt keiner auf die, ne? Komplette Vollkatastrophe. Hier die Mitte der Map ist voller Gegner, auf die niemand schießt. Absolut niemand schießt auf diese Ziele. Ja, und mein Team löst sich so mal wieder in Luft auf irgendwie, ne? Oh, keine Ahnung, gegen wie viel Panzer soll ich denn hier kämpfen?
Hier, die komplette Mitte von dieser Map ist voll mit Gegnern, aber auf die schießt halt irgendwie keiner. Aus irgendeinem Grund meinen unsere Leute da nicht drauf schießen zu müssen. Ich bin irgendwie der Einzige, der hier auf offene Ziele schießt. Kann doch nicht sein, oder? Irgendwas ist doch hier faul. Ja, und dann gibt es noch solche Schüsse. Also die Vollkatastrophe, ne? Das ist jetzt die dritte Runde, dass ich solche Teams bekomme, ne? Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Frag mich nicht. Ich bin der Einzige, der hier Damage macht, habe ich so das Gefühl. So viele Ziele auf die man nicht schießen mag, irgendwie. Ja, das kann doch nicht sein, oder? Ja, anscheinend habe ich schon wieder irgendwie gestern zu oft gewonnen. Jetzt muss mich das Spiel wieder runterbalancen. Weil das, was ich an Mitspielern kriege, das ist einfach nicht der Rede wert, ne? CS Medium 0 Damage. 8er TD 0 Damage. EBR 0 Damage. Dann hast du hier, das sind alles Ein-Schuss-Panzer, ne? Beziehungsweise ein bis zwei Schuss. Ja. Die Hälfte des Teams hat zweimal geschossen oder gar keinen Treffer gelandet. Oh, ich bin da oben, aber was nützt das? Ja, die Vollkatastrophe schon wieder. Ja, das ist doch einfach nur. Auf welchem Server bin ich? Server 1. Ja, heute Morgen scheint Server 1 der Bot-Server zu sein, aber ich habe jetzt auch eh nur noch ein Gefecht, danach muss ich los, also. Ja. Ich hatte gestern Abend. Hatte ich noch eine Winrate von, was war das? 54, 55%. Also deutlich über 50. Jo, jetzt wirst du hier wieder runter reguliert. Jo, Kollege Matchmaker, wie wär's, wenn du mich jetzt mal da reinschickst ins Gefecht? Oh, schon wieder so eine komische Map, ey. Das sind alles so kleine Maps mit lauter Häusern und Steinen und so. Hier, das ist jetzt nicht optimal für so einen T49er, diese Map, ne? Ganz klare Sache.
Oh, ich hoffe, dieser T49er hinten schubst mich jetzt nicht beim Schießen. Irgendwie sind unsere Artis nicht eingeaimt. Keine Ahnung, unsere Artis schießen nicht hier hin. Ne? Unsere Artis, unsere TDs sind hier nicht eingeaimt. Deswegen werde ich mich hier auch verpissen, weil anscheinend keiner Interesse hat, hier mitzuarbeiten. Mal eine Frage, warum helfen die dem jetzt da vorne nicht? Warum muss der 705er da alleine kämpfen? Mal so eine Frage. Tja. Sieht irgendwie aus, als ob wir die Runde gewinnen könnten. Steht aber auch noch nicht fest. Also die Mitte ist ein bisschen schwach besetzt. So, ich würde hier gerne mal zwei, drei Panzer reinschicken, damit wir die Mitte irgendwie mal säubern können. Ist halt gefährlich, ne, dass ich jetzt hier alleine dahin fahren muss. Jetzt schiebt er mich zur Seite, Alter. Der schiebt mich doch eiskalt zur Seite mit seinem Standard B. Der schiebt mich zur Seite, damit er Damage machen kann. Geschieht dir recht, geschieht dir recht. Geschieht dir recht, Brudi. Wer seinen eigenen Mitspieler hier so zur Seite schiebt, um Damage zu machen, hat es auch nicht anders verdient.
kranker Typ. Ich bin eingeimpft, will schießen und der fährt da hoch, schiebt mich einfach weg, damit er selber Damage machen kann. Kranker Typ, Alter. Tja. Ne? Mister, ich schiebe andere Leute zur Seite. Guck mal hier. Jetzt hatten die Gegner diese ganzen 10er Panzer. Guck mal da. 10er und 9er Panzer mit 0 Damage. Ja, das ist. Naja. Egal. Einmal auf Twitch ein Follow da lassen. Akku Power Twitch. Facebook, Instagram, alles unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns.